Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Minecraft. Und ja, hoffentlich funktioniert alles tippitoppi. Ja, wir haben jetzt alles dreimal überprüft, Kabel eingesteckt, Mikrofon eingesteckt. Wir haben sogar noch mal kurz die Soundoption überprüft und beim letzten Mal war der Minecraft-Sound irgendwie weg. Dafür entschuldigen wir uns auch. Ja, und wir wollen einfach mal heute, wie soll ich sagen, eine Mine machen. Genau, meinen, wir machen jetzt die Mine weiter. Dafür brauchen wir jetzt, glaube ich, erstmal Fackeln. Haben wir noch Fackeln? Jetzt schauen wir das Inventar. Wir haben noch Sticks und Kohle. Ja, können wir uns jetzt noch Fackeln machen. Geht das so? Ja. Das geht ja so. Geil. Natürlich. Noch mehr? Ja, natürlich. Wir brauchen einiges an Fackeln. Wir bauen jetzt erstmal schön runter. So? So, mach einfach mal alles voll mit Fackeln. So, wunderbar. Genau. So, jetzt kannst du die Kohle wieder rausnehmen. So, Ja. So, und jetzt hier schön weiter runtergraben, erstmal Fackel setzen. Wieso? Weil dunkel ist. So, jetzt weiter runtergraben. Alles klar. So Steinpetzer? Oder? Machen wir es mal kaputt. Ne? Genau. Und letztes Mal hatten wir die Eisenspitzhacke dafür genommen. Mein Gott, wir haben die arme Eisenspitzhacke für Drecksarbeit benutzt. Und ja, heute habe ich mal ein Thema vorbereitet. Keine Ahnung, das Thema ist Russisch. Speed fühlt sich damit natürlich angesprochen, weil der ein bisschen Russisch sprechen kann. Und ich habe gelesen, dass mich jemand angeschrieben hat, ob ich Russisch kann. Und mal ganz ehrlich, Leute. Oh, schöne Sache. Mal ganz ehrlich, Leute. Wer denkt denn bitte schön, dass ich Russisch sprechen kann? Und ich habe tatsächlich ein Wort. Scheiße. Ein Wort. Russisch kenne ich und das hat gerade mir einer gesagt und das ist, jetzt habe ich es wieder vergessen und das ist natürlich ein Epic Fail. Ja, das ist richtig der Epic Fail jetzt gerade. Du hast mich jetzt voll auf die Folter gespannt, was für ein Wort das ist. Müssen wir euch vorstellen. Auf irgendwas mal, ich habe gefragt, wie geht's dir und dann hat er irgendwas mit Kacke da drin gesagt. Also, ihr könnt mal einfach eingeben in Google Übersetzer, was heißt, wie geht's dir? Und da wird bestimmt irgendwas am Ende mit Russisch stehen, mit irgendwas mit Kacke. Und ja. Wirklich, das ist wirklich so. Okay, das ist dann. Ich habe tatsächlich mal einen Freund gehabt, der sprach Russisch richtig fließend. Und der hat das tatsächlich auch gesagt, fällt mir gerade auf. Ich weise gerade nochmal den Daniel drauf hin. Sprich lauter! Oh, lauter sprechen, okay! Hast du es nicht verstanden? Nee, nicht verstanden. Du hast so leise gesprochen. Wie sollte ich denn... Ja, weil es den Zuschauern nichts angeht. Und ah, was den Zuschauern nichts angeht, dass ich lauter sprechen soll. Okay. Was machen wir überhaupt hier? Wir graben eine Mine. Also größer, noch größer. So, wir graben jetzt noch ein bisschen runter. Wir haben Kohle gefunden. Das ist super schön. Aber wir müssen gleich irgendwie eine neue Spitzhacke machen. Ich vermuschel schon wieder. Wir müssen uns eine neue Spitzhacke gleich machen. Nein, nicht geradewegs runtergraben. Das darf man nicht. Das ist... Es ist mir gerade auch das weiß ich auch selber, glaube ich. Und ja. Das ist voll das Tabu in Minecraft. Ist das Pflasterstein? Okay. Ja, das nennt sich so. Eigentlich heißt es Cobblestone. Aber die deutsche Version, die haben also so denke, deutsche Begriffe. Was wollen wir jetzt mal also verbrauchen? Wir verbrauchen jetzt erstmal, wir graben uns weiter runter. Runter? Runter. Aber die hält richtig viel aus. Also ich kann mich doch daran erinnern, letztes Mal, wie ich gestorben bin und wie schnell die das macht. Im Gegensatz zu einer Holzspitzhacke. Mhm. Ich trinke übrigens gerade Ingwer-Tee. Ja, ich hätte auch mal was zu trinken mitnehmen sollen. Und ja. Okay, wir müssen so eine Treppe nach unten graben, das weißt du schon. Ja, ich mach's halt ein bisschen schöner. Ja, machst es halt schön, aber ich mach's praktisch. Wie wär's mit einer Fackel? Ja, das wäre nicht schlecht. Guck mal, ich achte selber drauf. Wie nett, er achte selber drauf. Ich muss nicht mehr sein... Mama online. Genau. Sein Kindermärchen spielen. Das ist ja wunderbar. So, jetzt hier schön weiter runtergraben. Oh, ich habe keinen Bock mehr zu graben. Schon eigentlich... Wie lange nehmen wir jetzt? Ich habe wieder... Ich habe, glaube ich, auf die Uhr... Wir nehmen jetzt 5 Minuten auf erst. 5 Minuten? Hast du auf die Uhr geguckt? Ja, wir nehmen jetzt 5 Minuten auf. Die ist gleich kaputt. Ja, dann grab jetzt mal schon eine Treppe nach unten, so wie es noch geht. Ja, also ich würde sagen, Eisen! Oh. Perfekt, das brauchen wir. Ich mache jetzt richtige Scheiße. Ist da noch was? Ja, da ist noch was. Schöne Sache. Ist da noch was? Ich sehe nichts. Ist da noch was? Hallo? Ich rede nicht. Nee. Nee, das war's. Können wir uns hochgraben.
jetzt fahren wir die Treppe weiter runter. Ja, das war auch krass. Fail. Nächste Fail. Ja. Sarah. Ah, guck mal. Was haben wir denn hier? Wer hat denn das gemacht? Warum ist das auf einmal? Das ist aber unordentlich gemacht. Das ist ja, geht überhaupt nicht. Das ist ja... Das ist auch genial, wie der auf einmal der Dings... der... Oh. So. Ja, da ist es kaputt. Okay. Und du Schlaukopf, egal, wir haben noch Cobblestone. Wir müssen es neu machen. Gehen. Wo haben wir Holz? Wir müssen unser Haus gehen. Neu. Schön, oder? Ja, das machst du wunderschön. Finde ich auch. Wo sind wir? Ach so, in dieser Höhe. Ist es Nacht? Wenn es Nacht ist, packen wir unser Schwert raus. Tut das dem Schwert nicht gut? Ich glaube, das Gras geht. Ich denke, so gefährlich ist das. Na, wir haben auch auf einfach gestellt. Es ist Nacht, es ist Nacht. Vielleicht regnet es doch einfach nur. Nee, es ist nicht Nacht. Aber so schlimm wird es schon nicht werden. Wir haben ja auf einfach gestellt, von daher. Ja, auf einfacher gestellt, ja. Und ich muss jetzt mal wirklich laut reden. Aber wir haben zwei Creeper einmal gesehen. Und ja, das war das war schon schrecklich genug. Und ja, zwei Creeper, die habe ich. Muss jetzt wirklich gucken. In meinem Leben auf einem der vielen Minecraft-Server, die so auf diesem Welt existieren. Auf diesem Welt vor allen Dingen. Gut gedeutscht. Deutsch-Skills, yay! Da habe ich schon mal. Haben wir die Tür aufgelassen? Wir haben die Tür aufgelassen. Hoffentlich haben wir keine Penner drin. Penner, bitte einmal alle raus. Ah, keine Penner, gut. Gut, keine Penner. Hallo Blume, wir bringen. So, jetzt kannst du das Eisen. Schön, oder? Ja. So, jetzt kannst du das Eisen mal schon mal direkt in den Ofen klatschen. Was wir abgebaut haben. Boah. Kannst das Glas mal rausnehmen. Das Glas. Und den Sand. Ah, okay. So. Und. Nein, das geht ja gar nicht. Und Eisen, warme Eisen. Und das ist sehr schlecht. Sehr schlecht, wirklich sehr schlecht. Die 5. Die 15? Nein, nicht die 15. Die 5. Ein Drittel davon. Da. Ja, genau. Und jetzt tust du nur Kohle rein. Erstmal nur eine. Gucken, ob das reicht. Eine Kohle? Genau. Wie soll ich denn? Jetzt einfach wieder rausnehmen. Mal gucken. Lassen wir es mal so drin. Muss ja so. Und jetzt können wir mit 15 Eisen und Holz. Natürlich erstmal wieder Sticks craften und so. Wo haben wir denn Holz? Da. Okay, wir gehen kurz rüber. Ja. Oh, das ist schon wieder heftig für mich. Ja, der hat jetzt so lange kein Minecraft mehr gespielt. Ich glaube, seit ein paar Tagen hat er kein Minecraft mehr gespielt. Da machen sie jetzt mal eine ganze Reihe Sticks, weil Sticks brauchen wir ganz viele. Shift und dann, genau. So, und jetzt machen wir uns erstmal zwei Spitzhacken, glaube ich. Wo haben wir denn jetzt, wo haben wir die Sticks da? Sticks. Und einmal eine Spitzhacke. Kannst du direkt zwei machen. Und dann zwei Sticks rein, überall. So, und jetzt Shift drücken. Genau, zwei Spitzhacken. Das ja. Dürfte genügen. Ich kann es halt schon. Cobblestone kannst du jetzt alles mal in die Kiste legen. Cobblestones, da. Einfach mal mit Shift einfach auf alles drücken. Bis auf die Spitzhacken. Und das Holz. Genau, einfach mal Shift. Bis auf die Sticks und die Kohle. Epic Fail. Bis auf die Sticks und die Kohle. Ach so, ich dachte die Sticks, da habe ich mir auch mal fast Sticks. Also das Essen nehmen wir noch mit. Oh, wir müssen mal was mampfen, fällt mir gerade auf. So, okay. Und das Glas noch. Wofür haben wir das Glas gemacht? Für Fenster. Weil Fenster schön sind. Ja, Essen haben wir noch genügend. Genau. Aber wir müssen jetzt was mampfen. Es geht ja noch. Ja. So, schön, oder? Genau. Nächstes Mal was mampfen, weil sonst ist unser Hunger gleich leer. Was ist denn so, was nehmen wir denn? Wir nehmen Hühnchen. Erstmal das Hühnchen. Was bringt eigentlich was anderes? Gebranntes Schweinefleisch? Oder essen wir erstmal Hühnchen, das weiß ich nämlich nicht. Genau, jetzt mampfen. Hier, nom, noch eins. So, schön, nom, gemacht. Okay, und da. Tack. Und, oh, ist das leer alles und, oh. Wir haben jetzt übrigens schon 7 Level. Was bedeutet das denn? Dass wir 7 Level haben. Und du honkelst die Tür nicht wieder offen. Ah ja, wir wollen jetzt wieder zurück, ne? Genau.
Pack also schon mal das Schwert raus, denn jetzt wandern wir. Wann, dann ist es Fantaslust. La 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 la. Geil. Wandern ist das Fantaslust. Wandern, 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 wandern. Ich kann den Text nicht, deswegen sage ich wandern. Du wanderst in die falsche Richtung. Hier geht's lang. Genau. Ich rede jetzt mal mit dieser Stimme, weil die irgendwie sehr seriös ist. Was ist das? LOL! Scheiße, Mann! Renn weg! Versteck dich in der Baum! Scheiße! Ist das jetzt ein Grafikbug? Nein, der ist hinter uns her. Er schießt auf uns. Fucking! Versteck dich in der Baum! Ist das gut? Ist das gut? Ist das gut? Und jetzt? Scheiße, Mann, wir hätten uns pennen legen sollen. Wofür haben wir echt ein Bett? Happy und jetzt? Fail. Und jetzt? Und jetzt? Wegrennen? Ja. Komm. Alter! Scheiß Karte, lad doch mal! Noch ein Skelett. Okay. Wir müssen in die Höhle, wir müssen in die Höhle. What the? Epic Fail, echt jetzt mal. Ja, genau! Renn weg. Creeper! Creeper! Renn weg! Okay. Wegrennen! Oh, oh Gott, zumindest das ein Schaf. Geil, wir können noch 5 Minuten aufnehmen, fällt mir gerade auf. Schaf, kannst du mir bitte. Oh Gott. Was ist denn das für eine Scheiße? Mach schnell irgendwas hier trinken. Nom 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 nom. Irgendwas hier gegessen. Ey, ist doch kacke. Okay, das ist ein Grafikbug. Oh, scheiße, noch ein Skelett. Oh, das darf man nicht sagen. Das ist das Skelett, was mich verfolgt hat gerade. Ja, boah, wo sind wir jetzt eigentlich? Der Kürbis. Der Kürbis, komm, den nehmen wir mit. Den habe ich schon letztes Mal gesehen und den wollten wir eigentlich uns auf den Kopf setzen. Genau, den wollten wir uns auf den Kopf setzen. Mit was wollen wir draufschlagen? Machen wir mit der Axt. Axt? Wieso Axt? Keine Ahnung. Da. Und wenn wir uns jetzt gleich einen Creeper anfassen. Oh, es wird hell. Und jetzt schnell die Kürbis auf den Kopf setzen. Sieht voll fame aus. Was? Ist doch voll Fame, oder? Nein, das sieht kacke aus, ich kann nichts sehen. Egal, dann kann man sich vor Enderman schützen. Enderman, was ist das denn? Genau. Endermans, das sind so lange, slenderartige Viecher, die auf dich zu teleportieren und dich töten. Wenn du sie anguckst. Ach du, ich meine die Magier. Ja, hier sind Endermans. Ach, hier war die Kohle. Hm? Okay, ich glaube, jetzt sind die Skelette und so. Genau, diese dürften jetzt alle tot sein. Also fast alle, da ist noch Mama, eins. Wir können ja gleich... Pass auf, lass es uns brennen sehen, lass es uns brennen sehen. Das versteckt sich doch hinter dieser Sonne, oder? Nein, es brennt es gleich jeden Moment. Na los, hingucken, es muss brennen. Oh Mann, ich werde schon wieder so verrückt. Achtung, das fertig und brennen bitte. Wollen wir gegen kämpfen? Ja, 3, 2... 1 und BÄÄ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 Ä
die auch brennt im Übrigen. Sondern jetzt drückst du mal F3. Das darf ich nicht. Warum denn? Weil was angeht dann und. Oh, da, das geht mal an. Da geht mein Internet aus und da mache ich, da kommt auf jeden Fall eine Internet-Einstellung. Kann man das irgendwie anders machen? Da kann man nicht gucken, auf welche Ebene. Wir brauchen die Taste F3. Okay. Siehst du? Was hat das jetzt gebracht? Ja, eigentlich kommt dann da, wenn man F3 drückt, kommt dann da eigentlich die Ansage, dass man hier was eingeblendet wird. Normalerweise ist es bei mir so, habe ich. Einstellung, Steuerung. So, hier. Screenshots, Kamera. Okay, den. Stream-Werbung anzeigen. Oh, geil. Stream starten. Twitch-Streaming. Oh, okay, dann ist das jetzt irgendwie weg, dass man mit F3 die Framerate und so Ebene nachgucken kann. Naja, dann machen wir. Schade. Mal. In der Version, die ich habe, ist es noch drin. Ich habe noch eine etwas ältere Version auf meinem PC. Ja, geil, ich habe die neueste. Ja, du hast die neueste. Ich habe meins noch nicht geupdatet. Weil ich spiele immer so gerne auf den etwas älteren Versionen. Weil die einfach irgendwie geiler sind mit den Mods. Ja, ich den, aber... Am liebsten spiele ich die 1.6.4 und so, weil es da noch Rosen gibt und weil ich da den Tohu-Mod für habe. Also ich habe die neueste Version nur dank dem Tornado-Mod, weil, wenn ihr den kennt, der ist echt genial da. Ja, der Tornado-Mod, den hast du mir auch schon gezeigt, der ist recht lustig. Der hat sich übrigens auch verbessert, also ich habe dir das Video ja gezeigt, ja. Und das, der hat sich wirklich verbessert, weil hat man ja gesehen, dass das irgendwie nicht so real ist, weil er auf einmal so grün wird und auf einmal blau und was weiß ich, das sieht nicht so gut aus, er hat sich auf jeden Fall verbessert und so. Jetzt Fackel bitte setzen. Und ich sehe, wir müssen auch schon zum Ende kommen. Was dagegen, wenn wir 5 Minuten länger machen? Nee, nichts dagegen. Nichts dagegen? Oder paar, also... Wir gucken mal, okay? Okay, dann kommen wir eben noch nicht zu Ende. Du hast gesagt, 15 Minuten, hab ich drauf geachtet. Ja. Höhle. Höhle, 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 Höhle. Nee, das ist hell. Das ist was. Höhle. Runter? Ja. Mach mal schnell den Weg nach oben. Setz Fackel am besten. Fackel setzt erstmal so als Base. Fackel. Vorne ist nämlich ein. Ich glaube, da vorne ist nämlich was. Ich glaube, da vorne ist nämlich. Nix. Oh, da ist Eisen. Da ist Eisen. Da ist mehr so Gras. Das ist hell. Da ist Lava. Garantiert. Und hier haben wir eine Schlucht. Ja, diese Schluchten. Boah, jetzt haben wir eine richtig geile Höhle gefunden. Boah, das ist ja richtig geil. Direkt zu Anfang hocken wir in der Höhle im Let's Play. Creeper. Aber direkt, was machen wir jetzt? Ja, wir erkunden das natürlich. Wir können uns hier in so einer Werkbank... Oh, wir haben kein Holz. Ja, wir müssen also noch oben Holz gehen. Holz holen gehen. Dann müssen wir was machen wir? Machen wir ein bisschen ausleuchten hier? Ja, erst ein bisschen ausleuchten. Da ist also Lava, sagst du? Lava. Was könnte sonst da sein? Lava. Und hier ist das Eisen. Über der Schlucht natürlich. Alter. Ich finde, das könnte Lava sein. Wer weiß, vielleicht finden wir hier auch schon Diamanten. Ja, Lava. Redstone. What the hell? Ja, ich glaube, wir haben die geilste Höhle ever gefunden. Kommen wir da rüber? Nee, das ist mal hier. Fahren wir da runter. Wenn ich jetzt runterfalle. Ja, dann müsst ihr jetzt einfach stehen. Dann haben wir verkackt. Oh. Am besten drückst du Shift. Shift! Was ist Shift? Der Ducken, wieso? Genau, da kannst du nämlich nie über Kanten fallen. Es geht schon eigentlich. Ich mach das ganz vorsichtig. Das haben sie alle gesagt. Dann fielen sie runter. Ich mach das ganz vorsichtig. Was ist das für eine Höhle? Ja, eine geile Höhle. Ey, das macht doch so keinen Sinn irgendwie. Ja, es ist Wasser und dann Lava und dann wieder Wasser und dann wieder Lava. Also da ist ganz viel Obsidian auf jeden Fall. Wir haben hier auf jeden Fall viel Kohle und Redstone, was ist damit? Redstone, da kannst du elektrische Leitungen mitlegen. Weiter ausleuchten, ne? Ja. Boah, hier haben wir eine riesige Höhle. Oh. Bitte.
Ach, wir haben Pflasterstein. Ja, wir haben sehr viel Pflasterstein. Ich mach das ganz vorsichtig. Ich würde sagen, wir haben richtig viel. Ey, guck mal, siehst du? Zum Glück haben wir nicht aufgehört mit dem Part. Ja. Was ist das da alles, ey? Da geht's ja noch weiter, guck mal. Boah, Mann, da vorne sehe ich Gold. Was? Wollen wir da hin? Ja, nehmen wir erstmal mit. Oh! Ey, guck mal, was für ein geiler Fang, ey, guck mal, ich bin gut. Ja, Mann, den Seed, den ich eingegeben habe, der war einfach nur geil. Zum Glück sind jetzt nicht so viel, weil wir jetzt eine Brücke bauen oder ja. So. Da irgendwie, warte, wir gucken kurz. So, so. Wenn du jetzt auf Schiff gehst, dann kannst du dich da vorne hinbauen. Shift und dann. Das geht schon so. Genau, okay, dann geht's halt so. Ja, toll gemacht. Hunter. Egal. Es ist egal. Wir sind nicht tot. Aber wir finden niemals den Weg hier raus. Ich würde mal gerne wissen, wo wir jetzt überall rund lang gegangen sind, weil das ist schon richtig heftig. Wollen wir. Hochbauen, weiter. Zum Gold, ne? Ja. Gold ist zwar falsch. Bleib doch mal ruhig. Wieso ist Gold wertlos? Gold ist ja eigentlich relativ wertlos, aber Gold ist nice to have. Kann man schön mit bauen. Ja, sehr. Jetzt haben wir schön Gold. Oh, geil. Gold bricht nämlich zu Taschen. Man kann auch Gold-Tools machen, aber die gehen voll schnell kaputt. Ja, da müsste jetzt eine Höhle weitergehen hinterm Gold, das wär's. Ja. So, und jetzt? Bauen wir es da zurück hoch. Ja, jetzt hier unter dich. Hättest auch springen können, Mensch. So, genau. Nicht nochmal darüber springen, brauche ich jetzt einen Block dahin. Ja. Ja. Man merkt, wir sind schon wahrscheinlich so ein bisschen müde, also ich zumindest. Ich bin jetzt gerade richtig hoch konzentriert, was das angeht. Ja, ich bin jetzt ein bisschen müde und bin. Ach du meine Scheiße! Epic Fail! Unsere Spitzhacke ist, glaube ich, runtergefallen. Oh Gott. Ich glaube, wir beenden den Part jetzt lieber. Okay, Leute. Warte kurz. Scheiße, ich muss mal kurz bitte. Oh. Das war jetzt aber echt. Warte kurz, Leute. So, Leute. Das war jetzt aber gerade echt voll der Fail. Wir haben uns gerade ein bisschen offstream uns erstmal erholen müssen von dem Schreck. Es kam gerade jemand rein und hat gefragt, ob alles in Ordnung ist, ja, weil hier ein bisschen rumzuschreien ist auch nicht ganz normal. Wir wohnen ja nicht alleine. Deswegen haben die Leute so ein bisschen jetzt sich gerade wahrscheinlich auch erschrocken, als wir losgeschrien haben. Ich glaube, ich habe geschrien wie ein kleines Mädchen. Boah, Alter. Und das ist mal wieder der Beweis, dass Masters Park alles löst. Warte kurz, okay, ich möchte mich jetzt wirklich nicht. Du willst jetzt nicht, dass irgendwas passiert. Die müssen nochmal aufleuchten. Oh Gott, ich möchte mal bitte kurz einfach nochmal was genießen, okay? Okay. Genießen wir. So, was soll denn das? Klappe, Lazuli. Oh, die ganze Scheiße hier. Boah, jetzt geht das einfach auf. Ich hab mich auch garantiert über den Creeper aufkriegen. Boah, voll. Boah, ey. Warte kurz. Wir machen wirklich mal kurz was wirklich. Damit wir uns aufladen, okay? Ja. Bitte, Leute, also habt Verständnis dafür. Weil jetzt sind wir voll angeschlagen. Er spielt nicht so lange Minecraft, ich habe schon lange kein Minecraft mehr gespielt, deswegen. Und ich glaube, da hätte sich jeder erschrocken, wenn er das wirklich mitgelebt hätte. Und vor allen Dingen, wir haben das Headset gar nicht auf, wir haben das hier vorne vor uns liegen. Wir leuchten trotzdem einfach so aus, als wären wir jetzt hier in der richtigen Höhle mit Monstern genau. Und so. Okay? Genau. Boah, Alter, oben geht's weiter. Wollen wir kurz hoch, Bruder? Okay. Nee, lass mal jetzt erstmal. Wir merken uns das und dann jetzt nochmal Fackeln. Oh. Fackeln? Wo? Boah, hier ist einfach so viel. Oh mein Gott, das ist einfach Riesenhöhle. Oh mein Gott, das ist einfach zu groß. Alter Schwede, Mann. Das ist einfach viel zu groß. Ich wusste, dass wir irgendwann auf eine Höhle stoßen, aber auf so eine Riesenhöhle direkt. Also ich wusste, dass der Seed geil ist. Ich hab den nämlich schon mal ausprobiert, aber
Ich habe die Karte noch nie wirklich zu Ende erforscht. Ich habe nur oben. Aber jetzt weißt du auf jeden Fall, wo was richtig Geiles ist. Ja. Also merkt, wenn ihr auf unserer Welt spielen wollt, das Lapis Lazuli. Was ist das? Das kannst du, man kann Sachen mit einfärben. Blau. Ist gut oder nicht gut? Das ist gut, supi. Kannst du Sachen blau färben. Ich habe was gehört. Wir machen einfach nur weiter hier. Ja. Scheiße, ey. Ich möchte jetzt trotzdem weitermachen, also. Gold. What? Und Lapis Lazuli. Und Eisen. Sag mal, wie übertrieben kann man sein? Das ist, ich glaube, der Geilomat sieht hier. Wir müssen uns unbedingt hier unten was einbauen und so. Ja, wir müssen uns direkt hier in. Alles abbauen? Alles abbauen. Erstmal das Eisen. Unsere Spitzhacke ist leider draufgegangen, weil unser lieber Freund hier auf Q gekommen ist. Ich komme auch immer auf Q, wenn ich mich erschrecke. Und wenn man Q drückt, dann wirft man die Dinge weg. Aber das war wirklich. Da kann man einfach. Da kann man nichts für. Das kommt plötzlich und dann. Da unten geht's noch weiter. Oh mein Gott. Ey, da kann man. Da geht doch gar nicht. Lapis Lazuli. Was für ein geiler Name. Wir machen trotzdem weiter. Ja. Also ich kann das alles noch kommentieren. Keine Sorge. Ja. Wir machen jetzt einfach mal. Der fünfte Part ist etwas länger halt. Weil das ist echt der Hammer, was wir hier alles finden. Und ja. Ihr müsst einfach mal zugeben, dass. Dafür, dass er bislang kein Minecraft gespielt hat und dass ich so lange kein Minecraft mehr gespielt habe, denke ich, ist es hiermit zu entschuldigen, dass wir so failen. Das Geilste ist mal ja, meine Frage, habe ich schon viel dazugelernt? Ja, du hast schon relativ viel dazugelernt. Du bist jetzt so ein angefangenes Minecraft. Ich würde mal sagen, du bist jetzt halb über der Amateurlevel. Ja, ich will mich jetzt auch nicht als Profi sehen. Ja. Ich wollte das einfach nur als Spaß hierbei. Ich kann dir mal Minecraft-Profis zeigen. Oh Gott. Haben wir noch genügend Kohle und so? Ja, da können wir noch ein paar Fackeln bauen und so. Aber ich würde mal gerne wissen, wie wir gleich zurückkommen. Wir gehen einfach den Fackeln nach. Wir enden das Ganze damit, dass wir aus der Höhle rausgehen, okay? Redstone können wir mitnehmen. Was war das jetzt? Das war Licht von Redstone. Ach so, wenn man da drauf tritt. Oh, ich dachte schon wieder. Da dachte ich schon wieder irgendwie. Ja, das wäre es jetzt, wenn Lava da rauskommen würde, so. Ist dir jetzt schon mal so ein Fail passiert? Ja, das ist mir schon mal passiert. Da habe ich Diamanten abgebaut, plötzlich kam Lava. Alle aber, Diamanten. Aber was soll man da machen? Da geht das. Da kann man nicht anders. Dann setzen wir mal eine Fackel. Wir tun einfach so, als wären hier trotzdem noch Monster. Genau, so. Wir tun einfach mal so. Aber wir müssen die Lava mal wegbauen. Stein da reinbauen. Ja, das weiß ich, weil es ist gefährlich. Da ist Kohle. Setzen. Wir brauchen Kohle. Ja, wir brauchen Kohle. Für mehr Fackeln und. Ja. Wir haben aber leider zu wenig Sticks und. Ja. Um die ganze Höhle wirklich zu beleuchten. Und so an der Fackel wollte ich sitzen. Ja. Wir haben wirklich zu wenig Sticks und die ganze. Lassen wir die Kohle jetzt einfach mal oben Kohle sein und gehen weiter. Ja, wir haben bestimmt noch so viel andere Sachen hier. Ja. Ich frage mich. Guck mal hier. Egal wo. Guck mal. Eisen. Das ist die reichste Höhle ever. Wenn wir jetzt hier noch Diamanten finden, dann bin ich überglücklich. Wenn wir jetzt also das auf schwer stellen. Noch mehr Eisen. Wir sollten jetzt hier mal einen Fackel setzen. Die letzte. Was neu craften. Also, wie viel haben wir jetzt? Ich gucke kurz auf die Uhr. Okay. Der Part auf jeden Fall mehr als Überlänge. Aber. Wie viel Eisen wir hier mit rausnehmen und wie viel Kohle vor allen Dingen. Welchen Weg wollen wir gehen? Wir gehen den weiter nach unten. Den? Ja. Den Lava ausgeleuchtet. Schau dir die mal Scheiße an! Das ist krass, oder? Das hatte ich zuletzt auch. Das ist doch scheißegal, so viel Kohle. Ist eigentlich egal, wie viel Kohle wir abbauen, weil. Guck mal, es gibt zu viel davon. Und das ist echt genial, was hier einfach alles ist, ne? Also, sowas mag ich bei Minecraft, wenn man so eine große Höhle findet. Das ist einfach genial, was man alles dort finden kann. Und wir werden wahrscheinlich noch den Rest unseres Lebens in dieser Höhle verbringen. Wir wissen, glaube ich, noch, wie wir... Wir wollten noch zur Lava runtergehen. Ja, aber was ist hier? Noch mehr Lapis Lazuli. Wollen wir stehen lassen? Lapis Lazuli nehmen wir mit. Ist verrückt. Nehmen Lapis Lazuli mit, geht zurück. Sind wir gerade im Kreis gelaufen? Ja. Das Lapis Lazuli nehmen wir mit. Scheiße.
Warte kurz, wir haben Eisen, um noch eine Spitzhacke zu bauen, okay. Ja, wenn wir genug Holz hätten, also eine Workbench zu bauen. Scheiße. Wir müssen sowieso nochmal nach oben, also. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir da unten noch die Lava erkunden. Bei der Lava vielleicht finden wir Diamanten. Was? Oh, okay, ich habe mich gerade erschrocken. Die Lava ist wahrscheinlich, die sind die böse. Okay, ich will nicht in die Lava fallen, nicht in die Lava fallen. Das ist Redstone. Dann lassen wir jetzt mal Redstone rein, das ist zu viel Lava. Aber Lapis Lazuli, das ist gut. Ich würde mal gerne wissen, was man da so machen kann, weil der Name ist schon interessant. Ja, man kann damit Sachen blau färben. Ja, das weiß ich ja, aber ob das wieder so aussieht. Nicht in die Lava fallen. Guck mal, wie pervers das. Wie pervers das ist. Ja, ich habe hier voll Angst wegen der Lava. Und für Lava habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Wie das hier alles läuft, ne? Ja. Wollen wir zu bauen? Ja. Wenn wir da rankommen würden. Ja. Such mal die Höhle hier weiter ab, weil vielleicht finden wir doch noch ein paar Diamanten. Noch mehr Lapis Lazuli. Ich würde zu gerne gucken, ob welche Ebene wir sind. Aber da F3 hier nicht funktioniert anscheinend. Müssen wir auch gut Glück Diamanten finden. Ja. Ja. Eisen. Es ist einfach nur abartig. Sehr abartig. Ja, sehr abartig. Also Leute, wir sind erstmal steinreich an Eisen. Also wenn ihr könnt ja natürlich diese Karte auch ausprobieren. Ihr wisst ja, welche Startnummer wir als erstes eingegeben haben, ne? So, du kannst ja mal ruhig verraten, was das Besondere daran ist. Ja, 09 mit den Querstrichen dazwischen. Es ist der 9.9.2009 im Gedenken an den Chirno Day am 9.9.2009. Das war der Ultra Chirno Day ever. Vor allem Tohu-Fans, die wissen das natürlich. Ja, du bist ja so ein riesen Anime-Fan. Ja, vor allem von Tohu. Tohu ist ja ein Spiel. Boah, Alter, wir finden nicht mehr zurück. Boah, Alter, wir finden nie wieder zurück. Wie pervers. Wo ist Lava jetzt? Da unten. Zu viel Eisen. Wir lassen das einfach mal stehen, okay? Nicht noch runterfallen. Das Gold, das alles, ey. Das ist ein komischer Raum hier. Ja. Hier wäre doch perfekt für eine Base. Was ist das für ein geiler Raum hier? Wäre perfekt für eine Base, man. Ja, guck mal, das sieht wie ein richtig geiler Raum aus. Das könnte unsere Base sein. Genau, lass doch erstmal hier so eine Fackel reinsetzen. Die letzte genau Fackel, die wir haben. Genau in die Mitte. Puff. Geil. Fick dich doch. Fledermaus, genau. Boah, okay, so müssen wir langsam mal wieder zurückfinden. Ich möchte draußen weiter, also. Guck mal, wie abartig. Guck mal, egal wie man es. Also wir nehmen jetzt mal nicht mehr so viel mit. Wir suchen noch nach was Spezielles, noch Diamanten. Vielleicht finden wir die ja auch noch. Das wäre echt der Oberhammer. Krasse geil. Mensch, krasse Dingsbums. Das ist egal. Boah, Gold. Redstone, da ist wieder Eisen und. Kohle, Gold, aber Eisen. Möchtest du die Karte nochmal spielen? Frage ich dich nochmal. Möchtest du die Karte nochmal für dich so alleine spielen? Ja, auf jeden Fall. Du möchtest das hier auch erkunden und so. Ja, dann erkunde ich mal bei mir noch ein bisschen. Guck mal, wo wir Diamanten finden. Oh Gott, was ist das denn? Oh, LOL! Ich. Weiter runterspringen? Das geht nicht. Das ist zu hoch. Ich trau mir das nicht. Nee. Ja, egal, wie wir jetzt sterben, ne, da kommen wir nie wieder hin. Lacht auf die Lava, es könnte gefährlich werden. Boah, Alter, das ist einfach nur riesig. Was ich in Minecraft ja echt vermisse. Ich trau mich, aber guck mal, da geht's so weiter, ne? Und ja. Ich glaube, hier haben wir eine Sackgasse, ich einfach mal. Ja, wir sind jetzt auch fast schon, glaube ich, am Grund von Minecraft angelangt. Weißt du das? Also langsam das Sichtfeld dunkler wird. Scheiße, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt einen Weg gegangen, den wir nicht gehen können. Und wir haben jetzt noch so viele andere Wege. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wo wir sind genau. Ich weiß es noch, ich habe einen relativ guten Orientierungssinn. Ich würde mal gerne wissen, wie wir jetzt wieder zurückkommen. Und hier waren wir eben schon? Da ist ja die Base. Wir müssen da ein paar Fackeln mehr machen. Wir machen da jetzt ein paar Fackeln mehr, Leute, weil damit das sehr deutlich sichtbar wird. Ach, ja. So 8 Stück oder so. Ja. Damit das so richtig schön hell wird.
Wir müssen hier echt. Ich habe echt Angst, mit Mostmonstern hier runter zu gehen. Ja. Ich glaube, die lassen wir dann auch erstmal jetzt aus hier in der Höhle. Das ist, glaube ich, sicherer. Weil, Leute, ganz ehrlich, Mit wenn dem ihr. Headset auf dem, wenn wir das Headset nicht auf dem Kopf haben, dann hören wir die nicht. Dann werden wir immer von denen überrascht. Guck mal, da ist noch ein Weg, den wir gehen können. Das ist ja. Da waren wir ja schon so gerade. Ah, hier ist auch so ein kleiner Weg und so. Das ist richtig eine geile Base Machen hier. wir machen da noch eine. So, rein, so. Das ist eine richtig geile Base. Also Boah, haben wir schon hier eine. Scheiße, ey. Dann gehen wir mal wieder. Ja, dann gehen wir jetzt mal wieder raus. Wir müssen jetzt wirklich mal gucken, weil wir sehr wahrscheinlich. Wir wollen ja. Hier ist ja der hin und her. Hier ist ja Genau, der Rundweg. der Rundweg. Da ging es runter. Wir gehen jetzt einfach nur kurz alle Wege zurück und so. Und gucken mal nach, ob wir welche neue Wege oder. Ja, neue Wege finden. Hier geht's hoch. Hier waren wir. Hier ging's lang. Dann genau da hoch. Zum Glück haben wir ja alles mit Fackeln ausgeleuchtet. Wenn wir jetzt keine Fackeln ohne Monster, also ist ja natürlich ohne Monster, aber wenn wir jetzt keine Fackeln gemacht hätten, Ja. ohne Monster, ja, und so, obwohl das scheißegal ist, hätten Hätten wir wir nie nicht im Leben, zurückfinden. nie. Da habe ich jetzt. Tschüss. Da Wir habe müssen ich. auf die andere Seite. War das jetzt falsch? Wir müssen uns da hochbauen. Sind wir hier runter? Wir sind hier runtergefallen, Ja, wir ne? müssen uns hochbauen. Bauen uns mal hoch. Ja, warte. Auf der Seite, wo wir waren, müssen wir uns hochbauen. Das war hier die Seite. Können wir jetzt hier ganz normal Genau. hochbauen? Wow. Wow. Bitte mal wieder einen Schritt zurück machen. Okay, weiter. Ja. Ich glaube, wir knallen dagegen. Nein, du hast einfach nur irgendwie nicht schnell genug geklickt. Okay, dann können wir uns weiter. Eisen. Nicht mit Eisenerz. Okay, dachte schon. So, wir sind wieder auf unserem Weg. Oh Gott, habe ich. Ey. Aber das mit der und mit der Lava, das fand ich am geilsten, Ja. was auf einmal da gekommen ist, ne? Ja. Uiuiui. Und der Creeper, der war echt, Ja. Leute. War nicht so. Guck, Drücke lieber guck. Shift, bitte drücke hier Shift. Guck dir das an, ey. Ja, das ist einfach nur. Ich muss die ganze Zeit gedrückt halten. Ja. Scheiße, bitte, ich mag das nicht. Aber das ist Weil. sicher, echt mal. Ich gehe ganz vorsichtig, versprochen, hoch und heilig. Okay. Wenn nicht, dann schmeiße ich dich in die Lava. Da bin ich doch schon längst dann. Okay, so jetzt. Nein, hier müssen wir nicht hoch. Ich weiß, aber. War kurz. Da geht es noch weiter. Ist doch so ab. Guck mal, es ist ab. Es ist ab. Da ist Nicht so Gold viel und zurückgehen. was weiß ich noch alles. Und das, oh. So, boah, Mensch, ich bin hier gerade voll konzentriert jetzt darauf, dass wir nicht irgendwo runterfallen. Sondern jetzt müssen wir hier wieder zurückfinden. Hier ging es weiter. Genau, hier waren wir. Hier Hier waren waren wir. wir. Und Ja, ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. dann war hier irgendwie so Na, ein hier ist Loch, unser genau. Loch. Und, ich muss das wirklich sichtbar machen für mich, okay? Die können wir ja Müssen wir die alle, Treppen können wir ja hochbauen? alle. Ja, auf jeden Fall machen wir hier nicht das Loch zu. Wir brauchen so eine Treppe hoch. Die müssen wir wegmachen. Wir brauchen so eine Treppe hoch. Der weiß, wie Und man eine Treppe einmal, baut. ja klar, einmal so, so, so und so und so und so. Schön, oder? Ja. So, und jetzt Nach sind wir auf Hause. dem Heimweg. Boah, Alter, das ist die riesigste Höhle ever. Und dieser Part hat so Überlänge. Aber das ist scheißegal. Ich Ja. kann einfach alles machen und. Oh. Ja, das ist. Boah, einfach nur. War ganz ehrlich, Das war's. der Creeper, ich hätte mich so aufgeregt, ne? Und ich lasse die Monster einfach für heute aus, okay, Ja, für Leute? heute erstmal. Für heute ist das erstmal. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen chillen, weil der Creeper war Das echt. Boah. war ja schon übelst schlimm, als wir draußen gejagt worden sind vom Skelett. Ja. Das war ja. Was einfach passiert ist und zum Glück selbst. Ja, ist egal. Aber boah. Boah, vor allem, wir hätten beinahe unseren ganzen Level verloren. Wir hatten nur noch zwei Herzen, Mensch, wenn wir irgendwo runtergefallen wären.
Wir haben uns ja so erschreckt, dass wir extra vom Creeper runter. Aber wo ist der denn reingefallen? Oder der ist explodiert. Ja, der ist Und dann, explodiert. ach so, und dann sind wir runtergeknallt. Ja. Boah. Und wir müssen uns ja, wir haben ja einmal gesagt, wir müssen uns ja irgendwann mal unserem Mörser hausen. Ganz Ja, ehrlich. das können wir jetzt eigentlich im nächsten Part machen. Im nächsten Part baue ich uns ein Strandhaus. Okay? Was wollen wir? Aber erstmal machen wir noch die restlichen Sachen, was wir jetzt machen wollen. Genau. Wir haben ja eine, glaube ich, eine Spitzhacke verloren, die machen wir jetzt neu. Genau, die machen wir jetzt neu. Dafür muss in die Workbench gehen. Scheiße, ey. Dann schmeißen wir Ey. das Eisen in den Ofen. Ganz ehrlich, das war. Ich kann einfach nicht. Es tut mir so leid, Leute, dass ich mich ständig wiederhole. Aber es ist halt einfach so. Ich kann daran nichts ändern. Das Ich bin einfach Eisenerz da total. reinklatschen. Ich bin einfach total aufgeregt. Eisenerz, nicht das Eisenbarren. Wenn ihr jetzt wirklich. Wenn, was? Eisenerz, Und Entschuldigung. wir haben Golderz. Gold ist das Eisenerz ist 32 hier unten. Und Kohle. Kohle, genau. Wir müssen uns mal Kohle auch. Das können wir ja nächstes Mal machen, wenn wir Ja. wieder in die Höhle sind. Ja, Und. Kohle holen. Kohle ohne Ende holen, aber Kohle ohne Ende. Wir bauen uns im Keller ein Lagerhaus, hier in unserer kleinen Hütte. Unserer Pennerhütte. Und dann, ja, würde ich mal sagen, die Macht des Masters war aber mit uns und wir Ich bedanken uns kann herrlich. wirklich nichts mehr sagen, Leute. Es tut mir sowas von leid, ne? Aber ich bin einfach total aufgeregt, Gott, Voll wie geslasht. ich zittere, wie ich zittere, was einfach gerade unten passiert ist. Das ist krass. Oh. Naja, wir sagen einfach mal Tschüss, Leute. Viel Spaß. Also, ihr habt, glaube ich, Spaß gehabt mit dem Ja. kleinen, richtigen Fails. Geschreie. Oh. Und Dankeschön, Leute, und wir machen einfach nächstes Mal bei der Höhle weiter. Genau. Und Aber erstmal bauen wir uns ein hübsches Haus aus und dann gehen wir in die Höhle. ja, und wir sehen uns in 2 Wochen wieder da, dann ich erstmal da wieder neue Videos Genau. hochlade. Und ich kann ja auch erst wieder in den Osterferien ein Video machen, dann alle meine Leute, die mich jetzt noch abonnieren werden, wahrscheinlich. In den Osterferien kommt ein Special und das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Da werde ich in diesem Special, das wird mehrere Parts gehen, jeden einzelnen meiner Abonnenten grüßen. Weil YouTube hat mir nämlich Benachrichtigungen auf meinen E-Mail-Account geschickt. Da steht jeder Name von jedem Abonnenten drin. Ist ja richtig, also ich glaube, dir gefällt das, was Ja. dann schon passiert ist. Und Genau, das gefällt ja, mir richtig. und Ich bedanke mich auch herzlich für diese Unterstützung. Und in den Osterferien kommt für euch mehrere Videos, auch mit meinen Kumpels werden die mal was aufnehmen. Und so, und dann hoffe ich mal, dass es euch gefällt. Und dann sagen wir jetzt mal tschüss tschö und Masterspark und was fällt mir noch alles ein? Leute, Scheiße. Ich hätte immer für ihn Abo geil, aber so abonnieren, Like geil, aber mit Liken. Kommentieren, Kommentier geil. favorisieren, Favo geil. Facebook liken, Facebook geil. Twitch geil. Twitch geil, genau, Twitch. Und Ich herzlich. würde auch einen Stream machen. Also Leute, ich werde das ja heute Morgen hochladen. Freitag ist ja der Freitag. Und ich Ja. werde da auf jeden Fall einen Stream machen. Und ihr könnt den heute Abend, also abends anschauen. Ich werde Mario Kart streamen und da ist auch der Ja. Gaga. Auch dabei, er guckt ihn sich halt hier an, weil Genau, wir. wir müssen die Uhrzeit abmachen, wann ich hoffe, dass ich mitgucken kann, weil es ist in der Gruppe nicht so üblich, dass ich häufig an den PC darf. Deswegen, ich will ihn mitgucken, auf jeden Fall, eine halbe Stunde. Und da werde ich unter dem Namen 99.